gab zu jedem Zeitpunkt eine obszöne und erotische Dimension bei der Hexerei, aber auch ihrer Strafverfolgung. Die Carolina mochte bemüht sein, dem einen Riegel vorzuschieben, doch der rustikale Hexenhammer triefte geradezu vor sexueller Projektion, die wohl schon immer mit der Vorstellung der Hexerei einherging und damit auf die Tortur übertragen wurde. Das stand aber eindeutig im Konflikt mit den Weisungen der Rechtsgelehrten, doch es überrascht nicht, dass es in allen möglichen Ecken der deutschen Ländereien stets Richter und Räte gab, die den abgeschmackten Gebrauchsanweisungen des sexistischen Hexenhammers Vorzug gaben. Das wird zum Beispiel dann deutlich, wenn es plötzlich ganz häufig um magische Zauberamulette geht, welche die Hexe angeblich an jenen Stellen des Körpers versteckt, wo Außenstehende sonst keinen Zugang haben. Da kann man sich schnell denken, wohin das alles führt. Also sprechen wir mal etwas konkreter über die Folter. Hier möchte ich zwei Texte dazu vorlesen. Der erste stammt von Sönke Lorenz und der andere von Wolfgang Behringer, zwei der größten Forscher, die wir in der modernen Hexenprozessforschung haben. Zuerst also der in 2012 in Tübingen verstorbene Sönke Lorenz in dem Buch »Wider alle Hexerei und Teufelswerk«. So wurden die von der Carolina aufgestellten Hürden, die den Beklagten vor einer ohne hinreichende Indizien verfügten Folter schützen sollten, in aller Regel von einem befangenen bzw. inkompetenten Gerichtspersonal rasch umgangen oder beiseite geschoben. Und war erst einmal der Gang in die Folterkammer angetreten, dann hatte der Beklagte kaum noch eine Chance. Das typische, mehr am Hexenhammer als an der Carolina ausgerichtete Folterverfahren, wie es sich aus den Gerichtsakten des 16. und 17. Jahrhunderts nur allzu häufig rekonstruieren lässt, lief in aller Regel wie folgt ab. Am Anfang des Verhörs stand die gütige Frage. Der Richter forderte den Beklagten auf, zu gestehen. Er wurde ermahnt und mitunter auch von einem Geistlichen ins Gebet genommen. Erfolgte kein Geständnis, schritt man zur Territio Verbalis, zum bloßen Schrecken. Der Scharfrichter oder einer seiner Henkersknechte wurde mit den Folterwerkzeugen gezeigt und deren Verwendung eindringlich geschildert. Oft wurde der Beklagte entkleidet, seine Haare wurden abrasiert, dann zog man ihm einen Marterkittel an, meist eine Art Schürze mit einem kleinen Brustteil bei Frauen. Nur selten blieb der Beklagte völlig nackt. Danach wurde er gebunden und auf die Marterbank gelegt, alles in furchterregender Weise. Dazu muss man bedenken, dass der Ort des Verhörs in der Regel ein unterirdischer, künstlich beleuchteter, kalter, nur mit den Folterinstrumenten ausgestatteter Raum in einem Turm, im Haus des Scharfrichters oder im Keller des Rathauses war. Erfolgte darauf noch kein Geständnis, begann die Territio Realis. Jetzt legte der Scharfrichter die Daumenschrauben an, ergriff den Beklagten mit dem Daumenstock an, doch ohne schon Schmerzen zu verursachen. Sofern kein Geständnis abgelegt wurde, folgte dann Schlag auf Schlag. Zunächst zog der Scharfrichter die Daumenschrauben immer weiter zu. Um die Schmerzen zu steigern, klopfte er mit einem eisernen Schlüssel oder Hammer auf die Platte. Manchmal legte er dem Beklagten auch Stricke um die Handgelenke, die er dann derart hin und her zog, dass die Haut durchsägt wurde. Auch die Beinschrauben oder die spanischen Stiefel wurden auf Schienbein und Waden gepresst und zusammengezogen, zur Verschärfung Holzkeile zwischen Beine und Schrauben getrieben, häufig auch mit Hämmern darauf geschlagen. Der nächste Schritt, oft als der zweite Grad, die ziemliche, härtere Frage bezeichnet, bestand vor allem im Aufziehen, dem trockenen Zug, wobei meist ein Stein von bis zu 30 Kilogramm Gewicht an die Füße gehängt wurde. Man zog den Beklagten dabei über eine an der Decke befestigte Rolle empor und ließ ihn dann mit dem Gewicht beschwert hängen, was den Folternden das anschließende Prügeln oder Brennen erleichterte. Häufig verwendete man auch eine breite Folterleiter, zu deren unterer Sprosse die Fußgelenke an Ringen befestigt wurden. Mittels eines Kolbens oder eines Rades wurden die Arme an den hinter dem Rücken gefesselten Händen über den Kopf immer höher gewunden und dabei oftmals ausgerenkt. In dieser Stellung ließ man den Beklagten einige Stunden hängen. In der Zwischenzeit ging das mit dem peinlichen Verhör beauftragte Gerichtspersonal essen, und zwar zu Abend, denn die Folter begann in der Regel am Nachmittag und dauerte bis Mitternacht, in vielen Fällen jedoch auch die ganze Nacht hindurch.
Der Übergang zur schwersten Folter, dem dritten Grad, war fließend. Dazu zählten Rutenhiebe, das Brennen mit Schwefelhölzern und Kerzen, vor allem das Abbrennen der noch vorhandenen Haare oder das Werfen von brennendem Schwefel oder Pech auf den Leib. Man vertrieb auch Schwefelhölzer oder Kienstöcke unter die Fingernägel und zündete sie dann an. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Alles, was peinlich im Vollsinn des Wortes war, wurde durchgeführt. Viele der Gefolterten überlebten die Qualen nicht. Häufig wird in den Protokollen der Hexenschlaf erwähnt. Der gequälte und geschundene Leib wurde anscheinend schmerzunempfindlich. In diesem Fall, wie auch dann, wenn ein Beklagter die Qualen ohne ein Geständnis ertrug, sah man in aller Regel den Teufel im Spiel, der seinem Anhang diese Schmerzunempfindlichkeit verleihen könne. So sah sich der Beklagte, der eigentlich durch das Überstehen der Folter seine rechtliche Unschuld erwiesen hatte, einem wahrhaft teuflischen Zirkelschluss ausgesetzt, der seine Peiniger nicht ruhen ließ, ihm mit allen zu Gebote stehenden Mitteln doch noch ein Geständnis abzupressen. Diejenigen, die man schließlich doch aus der Folterkammer entlassen musste, waren häufig an Leib und Seele gebrochen. Der Scharfrichter, der für ihre Heilung zuständig war, konnte viele der Entlassenen nicht wiederherstellen, die dann als Krüppel dahinsiechten. Oft wurden sie auch des Landes verwiesen und verkamen fernab ihres ursprünglichen Lebensraumes als Bettler und Landstreicher. Im Regelfall jedoch war die Folter erfolgreich. Über die Tauglichkeit der Folter als gerichtliches Mittel zur Wahrheitsfindung muss man nach allem nicht viel ausführen. Sie erpresste fast jede Aussage, die man hören wollte. Und nun eine ähnliche Zusammenfassung des leidvollen Themas durch den Hexenforscher und Historiker Wolfgang Behringer in seinem Buch Hexen und Hexenprozesse in Deutschland aus dem Jahr 1988. Abgesehen von eigentlich unrechtmäßigen Übergriffen folgte der Hexenprozess einem geregelten Schema. Dazu gehörte auch, dass die Verdächtigen nicht wahllos gefragt und gefoltert wurden, sondern dass die Regeln des ordentlichen Prozesses, Processus Ordinarius, eingehalten wurden. Dazu gehörte die Befragung nach vorher festgelegten Frageschemata, den Interrogatorien. Diese folgten nicht völlig den Vorschlägen des Hexenhammers, sondern variierten von Ort zu Ort. Nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten der Verdächtigen mussten akribisch schriftlich fixiert werden. Meistens wurde diese Regel auch eingehalten. Nicht selten erfahren wir aus diesen Verhörprotokollen interessante Details nicht nur über den Verlauf der Befragung und die mit der Hexerei verbundenen Vorstellungen, sondern auch über die verdächtigen Personen, die Hexen selbst. Die Folter war die Seele des Hexenprozesses. Da das Hexereidelikt im wesentlichen Teil imaginär war, gestanden die meisten Menschen diese Teile des Delikts, anders als einfache abergläubische Handlungen, oft erst unter extremer Gewalteinwirkung. Zwar gab es immer wieder Menschen, die körperliche und psychische Kraft besaßen, allen Foltern standzuhalten, doch wurden an den Orten, wo das widerrechtliche Vorgehen einmal eingerissen war, unter Berufung auf den vermeintlichen Notstand immer neue Torturen ersonnen. Neben den landläufigen Bein- und Daumenschrauben, dem Aufzug mit dem Seil ohne oder mit Gewichten, diese Torturen wurden in allen Strafprozessen angedroht und angewandt, äußerte sich hier ein mörderischer Erfindungsgeist. Alte Ordalien wie die Feuer- und die Wasserprobe wurden wieder aufgenommen, unerhörte Foltermethoden neu belebt und entwickelt. Der Aufzug auf dem gespickten Hasen, das gefältelte Stüblein, das Brennen mit Schwefelpflastern, Fackeln und geweihten Kerzen, Beträufeln mit brennendem Pech, die von dem Trierer Weihbischof Binsfeld geforderte Folter durch Schlafentzug, Tormentum insomniae, Entzug des Essens und Trinkens, heiße Säurebäder, ausbrechende Arme aus den Gelenken, der hackersche Stuhl, die spanischen Stiefel etc. Zeitgenossen kritisierten, das Überstehen solcher Tortur sei praktisch unmöglich und wenn es doch einmal vorkäme, könne das nicht der Wahrheitsfindung dienen. Bei exzessiver Folteranwendung starben viele der betagten Verdächtigen bereits während der Verhöre. Und zwei Seiten weiter heißt es: Wer waren die Opfer der Hexenprozesse? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage lässt sich kaum geben. Vor allem zu Beginn von Hexenprozessen zeigt sich, dass das Klischee der Märchenhexe, Merkmale weiblich, alt, arm, hässlich, eigenartig, den damaligen Vorstellungen noch recht nahe kommt. Geschlechterverteilung, Altersstruktur und Sozialstruktur der Prozessopfer variieren jedoch sowohl regional als auch zeitlich beträchtlich. Bei den ersten großen Hexenverfolgungen um 1590 lag der Frauenanteil höher als 90%.
Bei den letzten großen süddeutschen Verfolgungen, dem Salzburger Zauberjackelprozess um 1680, dagegen nur bei 30%. Und mehr als 70% der ca. 140 wegen Hexerei hingerichteten Personen waren jünger als 22 Jahre. Da war also damals durchaus ein Klischee im Spiel, ein Klischee oder ein Stereotyp, aus dem schließlich das heute noch gängige Bild einer mittelalterlichen oder barocken Hexe entstanden ist. Also eine überwiegend ältere Frau, die vermutlich verwitwet war und nicht mehr den Erwartungen der Gesellschaft, die an eine Frau damals gestellt wurden, entsprach. Also vor allem Gebärfähigkeit und eine pietätsvolle Zurückhaltung, vor allem gegenüber dem Mann, der das Sagen hatte. Jede Familie hatte damals ihre Muttis und Omas mit einer recht festgelegten Rolle. Diese Strukturen boten der älteren Frau natürlich auch Schutz. Doch gerade der 30-jährige Krieg zerrüttete diese Strukturen häufig, da es so viele Tote zu beklagen gab, vor allem Männer. Eine alleinstehende Witwe, vielleicht etwas exzentrisch und verrückt, eben neurotisch und von den Schrecken des Krieges traumatisiert, konnte negativ auffallen, da sie vielleicht nicht der Norm entsprach. Und betrachten wir die Grafiken jener Zeit, die sich mit Hexen beschäftigen, so fällt doch die Obsession der Künstler auf, Alter und Sexualität in Verbindung zu bringen und es als etwas Gefährliches und Widerwärtiges darzustellen. Die Geschlechtlichkeit einer Frau, deren Funktion nicht mehr darin besteht, dem Familienoberhaupt männliche Nachkommen zu schenken, wird also als etwas extrem Unnatürliches gedeutet, als der ideale Biotop für das Teufelswerk. Viele Künstler bewiesen hier großes Talent, doch die meisten werden kaum geahnt haben, welch ein Unglück sie mit ihren reißerischen Arbeiten befeuerten. Doch Wolfgang Behringer stellt in seiner Forschung auch fest, dass mit den verstreichenden Jahrzehnten des Barocks das Opferbild der Hexenprozesse immer weniger dem Klischee entsprach, sondern in die Breite wuchs. Pfarrer, die sich für angeklagte Frauen aussprachen, gerieten selbst in die Schusslinie der Folterer. Und immer häufiger standen nun auch jüngere Frauen vor Gericht, manchmal sogar Mädchen. Insbesondere aber auch Menschen, die betucht waren und somit durchaus diesen schützenden Wall aus Familie und Vermögen um sich besaßen. Als in Lemgo die Hexenjagden von Heinrich Kerkmann und Hermann Kottmann tobten, galt es schon längst nicht mehr, dass nur auffällige Frauen der Unterschicht ins Visier der Sittenwächter und Hexenjäger gerieten. Sehr oft waren es durchaus Menschen, die man damals als betucht ansah. Das unterstützt aber auch meine Annahme, dass die heiße Ära der Lemgoer Hexenprozesse letztendlich ein Scam, wie es die Angloamerikaner sagen, also eine Betrugsmasche war, die Kerkmann, Kottmann und ihre engsten Mitarbeiter jahrzehntelang betrieben haben, um den Leuten Geld abzupressen. Natürlich brachte man hier all die gegebene Erfahrung mit den Strafverfahren, um es nicht so erscheinen zu lassen. Nach außen hin musste alles seine Ordnung haben. Die Grafschaft Lippe hatte eben dieses unsägliche Pech, dass sich dort rätselhafterweise so viele Hexen einfanden, als hätte Luzifer selbst sein Auge auf diese Gegend geworfen. In jener Zeit, also nach dem 30-jährigen Krieg, war niemand sicher. Auch Männer nicht, auch Priester nicht. Sogar jene, die gerichtet haben, besaßen verstorbene Familienmitglieder, die von der Hexenhysterie getroffen wurden. Doch auch das konnte in den Prozessverantwortlichen keinen Gesinnungswandel herbeiführen. Was ich da von Sönke Lorenz und Wolfgang Behringer vorgelesen habe, ist eine allgemeine Bestandsaufnahme des gesamten Phänomens der peinlichen Befragung in Mitteleuropa, die sich tragischerweise fast nur in deutschsprachigen Ländern ereignete. Es gab auch in Böhmen und Niederlanden Hexenprozesse, doch deutlich weniger. Und in einem Land wie Frankreich sind die Zahlen kaum vergleichbar mit den Exzessen, die in germanischen und skandinavischen Ländereien stattfanden. In Ländern wie Spanien, Portugal, Italien oder auch Irland, die allesamt ein strenges Christentum besaßen, waren Hexenhinrichtungen fast unbekannt. Die Karoliner mochte für das gesamte Reich gelten, doch das Reichsgesetz war zu jenem Zeitpunkt dennoch letztendlich sekundär. Die Landesherren gestalteten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen selbst. An dieser Stelle ist man also noch weit davon entfernt, von einem Deutschland zu sprechen. In den Herzogtümern und Grafschaften war beinahe alles noch Ländersache, wie man es heute sagt. Und im Falle von Lemgo haben wir es hier mit einem städtischen Ratsgericht zu tun, das sich zwar an die juristischen Kriterien halten muss, die von Detmold vorgegeben werden, doch mit dem Ius Gladi autonom diese Prozesse abwickeln kann. Ein Zustand, der segensreich hätte wirken können, wenn dies eine gesunde, prosperierende Stadt mit einem
lebensfrohen lutherischen Geist gewesen wäre. Doch gerade im Schatten des schrecklichen Krieges wurden hier der einen Sache Tür und Tor geöffnet, der Korruption. Neben den Gräueln, den Krankheiten, den Vergewaltigungen und den Schrecken der Kriege war ein Hexenverfahren die eine signifikante Katastrophe, die ein Individuum damals ereilen konnte. Auf diesem Holzschnitt aus der Bambergina können wir die Atmosphäre erkennen. Ein Mann wird von den Knechten des Scharfrichters für die Folter vorbereitet. Das juristische Team ist bereits im Hintergrund. Ein berühmter Klassiker der Folter war natürlich die Streckbank. Hier sehen wir einen Mann, der darin verhört wird. Wir sehen den Richter und die Beisitzer wie auch den unverzichtbaren Schriftführer im Hintergrund. Der Scharfrichter beschäftigt sich gerade mit den Details. Das aufgespannte Opfer wird mit einem Stock ein wenig mehr gedehnt und bearbeitet. Der Holzschnitt stammt aus den Antwerpen. Dieser Holzschnitt aus Paris von 1531 zeigt eine Technik, die in Lemgo zum Standard gehörte. Dem gefolterten Mann hier wurden Beinschrauben angelegt. Während der Knecht den Gefesselten von hinten zusätzlich fixiert, versetzt der erfahrene Scharfrichter dem Opfer einige Hammerschläge auf die Beinschrauben, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Fleisch und Knochen hineinpressen. Die Beinschrauben, die man manchmal auch spanische Stiefel nannte, können heute in Museen betrachtet werden. Solche, die in Lemgo verwendet wurden, entsprachen wohl weniger den spanischen Stiefeln, die wir im vorherigen Bild sahen, sondern sahen mehr so aus. Ansehen kann man sie sich zum Beispiel unweit von hier in dem mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber, aber auch in dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Es fällt natürlich auf, dass viele der zeitgenössischen Darstellungen immer nur Männer als Gefolterte zeigen, was vermutlich eine zeitgeistige Heuchelei ist, der die Künstler damals ausgesetzt waren oder der sie sich bewusst aussetzten. Allerdings gilt das nicht ausschließlich. In diesem Holzschnitt hier kann man das Quetschen der Hände bei einer Frau sehen. Hierzu wurde ein ähnliches Gerät wie die Beinschraube eingesetzt, nur eben flacher. Man kann sich gut das unlösbare Dilemma dieser Situation vorstellen. Der gefolterten Frau stand frei, alles zu gestehen, was die Henker da wissen wollten, was zumeist damit einherging, auch andere unschuldige Menschen anzuzeigen. Und sogar dann, wenn das Geständnis sehr umfassend und sehr leidenschaftlich vorgetragen wurde, besaß die Frau lediglich eine Aussicht darauf, zu einer Hinrichtung durch das Schwert begnadigt zu werden, als Alternative zu der viel schrecklicheren Verbrennung am Scheiterhaufen. Nun konnte sie, und solche Frauen gab es auch, versuchen, der Folter zu widerstehen. Das war eine riskante Stresssituation, die theoretisch aufgehen konnte, zumindest falls sich das peinliche Gericht halbwegs an die Karoliner hielt. Aber dies hatte zur Folge, dass der Scharfrichter die Folter, hier in diesem Falle die Folter der Hände, noch eine Weile betrieb, bis der Richter zufriedengestellt wurde. Solche Torturen endeten damit nicht selten in Verletzungen, die nie richtig verheilten. Also Verstümmelungen. Für eine Frau mittleren Alters die Funktion der Hände oder Beine einzubüßen, war damals eine vollständige Lebenskatastrophe. Hier sieht man einen der berühmt gewordenen Kupferstiche von Jan Luyken aus dem Jahr 1685, also genau jener Zeit, über die wir uns nun unterhalten. Der französische und deutsche Untertitel sagt: Folterung der Schulmeisterin Ursel zu Maastricht, jämmerlich gepeinigt, gepeitscht und danach verbrennt. Dies ist also ein sehr berühmtes Bild, das man öfter irgendwo in entsprechenden Büchern oder Zeitschriften sehen kann. Übrigens hatte sich Wolfgang Schild ausführlich mit Jan Luyken beschäftigt und stellt dessen Glaubwürdigkeit als realistischer Künstler und Kupferstecher deutlich in Frage, zumal das hier auch keine Hexe ist, sondern vermutlich eine Anabaptistin und zeigt somit eher eine Züchtigungsbestrafung als ein Verhör. An der Kleidung kann man sehen, dass die Männer Katholiken sind.
Sehr viel authentischer ist eindeutig diese farbige Darstellung aus der Zentralbibliothek in Zürich von dem barocken Maler J.J. Wick. Hier sieht man, wie Mutter und Tochter gefoltert werden. Die Tochter sitzt in Gebetshaltung auf einer Bank, während im Jahr 1577 vor ihren Augen die Mutter zu Tode gefoltert wird. Übrigens hatte ich vorhin von einem umfassenden Geständnis gesprochen, das leidenschaftlich und herzzerreißend vorgetragen werden sollte. Das ist etwas, worauf die Männer im Raum genau geachtet haben. Hier müssen wir mal ein paar mehr Worte über den Hexenhammer verlieren, den Malleus Maleficarum, geschrieben 1487 von dem fanatischen Dominikaner-Inquisitor Heinrich Kramer. Wenn man heute sagt, dies sei mit Abstand das frauenfeindlichste Buch, das jemals verfasst wurde, so ist das nicht unbedingt eine postmoderne Übertreibung. Das Buch ist gespickt mit logischen Widersprüchen, die allesamt darauf bauen, die Verschlagenheit des Teufels zu überlisten. So gibt es eine Stelle, die deutlich macht, dass emotionales Wehklagen eine Voraussetzung ist, um überhaupt glaubwürdig zu sein. Der Teufel sei eben leicht imstande, seine Gehilfinnen schmerzunempfindlich zu machen. Falls also eine Frau auf die Idee kam, der Sache mit Mut und Willen zu begegnen, und das kam gelegentlich vor, oft befeuert durch den inneren Zorn über diese absurde Ungerechtigkeit, so tat diese Frau sich damit möglicherweise keinen Gefallen. Die Abwesenheit von Tränen wurde oft als die wirkende Macht des Teufels gedeutet. Die Frau sollte natürlich Rotz und Wasser heulen, das erwartete man von ihr. Das war in diesem Possenspiel ihre Rolle. Das Bild ist auch ein Beispiel für den trockenen Zug, wie man diese Art des Aufhängens auch nannte. In anderen Kreisen kursiert auch der Ausdruck Strappado. Doch was heute in der BDSM-Szene als eine charmante Pose interpretiert wird, war seinerzeit eine recht schreckliche Folter, die häufig mit dem kompletten Auskugeln der Schultergelenke endete, da die Opfer in dieser Körperhaltung vollständig aufgehängt wurden und eine Weile hängen blieben. Man muss sich nur vorstellen, in welchem Zustand sich da die Sehnen befunden haben und die Muskelfasern. Da wundert es nicht, dass viele von ihnen, die doch dem Tod durch den Scharfrichter entkommen sind, dennoch oft nach der Behandlung verkrüppelt blieben, zumal die medizinische Versorgung problematisch war. Übrigens war es auch der Scharfrichter, dessen Aufgabe es war, die gefolterte Person anschließend zu pflegen. Davon wird sicher noch die Rede sein, wenn ich mich näher mit Meister David Klaus beschäftige, dem großen Scharfrichter von Lemgo. Zum Abschluss noch ein Foto eines Originals des sogenannten Folterhemdes, wie man es in der Sammlung des Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber finden kann. Vor dem Beginn der peinlichen Befragung wurde die betreffende Person von dem Knecht des Scharfrichters nackt ausgezogen und in das Verhörhemd eingekleidet. Entgegen der viel später entstandenen lüsternen Fantasien der Nachwelt fanden diese Torturen nicht nackt statt. Allerdings muss man hier auch zu Rate ziehen, dass dies wohl stark davon abhing, ob die betreffenden Gerichtsleute sich sehr an der Carolina orientierten oder sehr am Hexenhammer orientierten, da der Hexenhammer sichtliche Untersuchungspunkte in den Vordergrund stellte, die häufig eher die Nacktheit des Opfers voraussetzten. Natürlich war die gesamte Tortur eine Absurdität und es ist durchaus verständlich, dass man sich heute die Frage stellt, weshalb denn damals die Leute geglaubt haben, dass auf diese Weise stichhaltige Geständnisse zutage kommen konnten. Hier muss man allerdings vier Informationen im Hinterkopf behalten. Erstens, am Anfang dieses Phänomens und damit dieses Gedankenkomplexes steht der Glaube, dass es Frauen und auch mal Männer gab, die mit dem Teufel im Bunde standen und dass diese Frauen sich heimlich in Scheunen oder auf Waldlichtungen trafen, um dort irgendwelche obszönen Tänze aufzuführen, während sie von Satan erfüllt waren. Wer das glaubt, besitzt schon mal ein Urteilsvermögen, das unserem eindeutig nicht überlegen ist. Zweitens besagte ja die Hexentheorie, dass der Teufel imstande ist, den Angeklagten Zauberkräfte zu verleihen, die sie stärker, schmerzunempfindlicher und widerstandsfähiger machten. Die Tortur wurde also auch als ein Kräftemessen oder Tauziehen mit einem Dämon oder dem Teufel selbst gesehen. Es überrascht nicht, dass es auch allerlei Verhördetails gab, die ursprünglich aus dem Exorzismus stammten. Man empfand hier Verwandtschaften. Das Verhör war somit auch ein Kampf mit der dämonischen Welt, ein Kampf um die Seele der Angeklagten. Dieser Kampf wurde auf ihrem Körper ausgetragen. Doch dies war das Christentum. Die Rettung galt immer zuerst der Seele, nicht dem Körper. Jesus hatte am Kreuz auch nicht um seinen Körper gehadert, sondern um seine Seele.
Und drittens, die Vorgänge in Lemgo unter der Regierung der Bürgermeister Kerkmann und Kortmann zeigen eher die Fassade eines Hexenglaubens. Hier wurde mit dem Leben von Menschen gespielt zum Zwecke der Bereicherung. Dies war eine Situation, die massiv von Korruption zerfressen war. Somit ist es irgendwie auch ein wenig egal, ob Heinrich Kerkmann, Hilmar Kuckuck oder Hermann Kortmann wirklich daran geglaubt haben, dass eine Frau, die während der Folter keine Tränen zeigt, ganz gewiss nun noch immer den Teufel in sich hat, dass sie sonst niemals diese Kräfte aufbringen würde. Wir wissen natürlich heute, dass harte Folter bewirken kann, dass das Nervensystem eines Menschen teilweise erlahmt, das Gehirn gibt seine Feinsensorik auf und die benommenen, gefolterten Menschen wirken dann plötzlich schmerzunempfindlich und abwesend. Doch das mag bei diesen Herren unwichtig sein, da sie häufig ihre Hexenprozesse unter dubiosen Umständen begangen. Und vieles spricht eben dafür, dass das ein einziges Trickbetrugsunternehmen war, das sie Jahrzehnte betrieben mit sehr guten Einnahmen. Und schließlich, viertens, die Sinnlosigkeit der Folter ist etwas, das von Dutzenden und Dutzenden Forschern und Philosophen im 20. Jahrhundert untersucht und besprochen wurde. Gerade nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Folterkammern der Gestapo geöffnet wurden, die Konzentrationslager im Osten, aber auch am Ende der Sowjetunion, als man nun plötzlich über die Foltermethoden der KGB sprechen konnte. Nun, es ist vielfach erwiesen, dass Folter in der Regel ein eher schlechtes Mittel der Informationsbeschaffung ist. Die Wirklichkeit ist leider nie so spiegelglatt und klar, wie wenn Jack Bauer das Foltern übernimmt und damit Millionen Menschen das Leben rettet. Und dennoch wird heute noch immer sehr viel gefoltert. Gerade mit dem Aufstieg der Neocons mit George W. Bush wurde das Foltern durch den CIA wieder salonfähig. Foltern in Guantanamo, geheime CIA-Stationen in Deutschland, in Polen, in Südosteuropa, es passiert ja unentwegt. Wir wollen damit nichts zu tun haben, aber in gewisser Weise lassen wir es jeden Tag zu. Somit ist unsere moralische Oberhoheit über all diesen auf den ersten Blick etwas verrückten Folterern, die bereit waren, stundenlang in kalter Nacht eine alte Witwe so lange zu quälen, bis sie verstarb, nicht ganz so lupenrein, wie wir es gerne hätten. Wir trösten uns ja damit, dass nicht wir im Visier der modernen Folterer sind. Das sind die anderen, irgendwelche seltsamen Männer, die zum Islam konvertierten und den Terror befürworten. Irgendwie verdienen die ihr Schicksal dann auch. Niemand hat sie gezwungen, mit Dschihadisten und Salafisten abzuhängen. Immerhin sorgt man, indem man sie foltert, für unsere Sicherheit, wie unschön das auch sein mag. Ja, das kann schon richtig sein, aber ich komme nicht umhin zu denken, dass das exakt derselbe Gedankengang ist, den ein typischer Kleinbürger von Lemgo auch hatte, als er erfuhr, dass am Vorabend in der Nachbarschaft eine Frau von den Rathaushäschern abgeholt wurde, dass sie angeblich eine Hexe sei. Schön ist das alles nicht, wird sich so ein Kerl gedacht haben. Aber wenigstens sorgt das Rathaus für unsere Sicherheit.